Lunai Cuties, willkommen zurück auf meinem Channel. Ich freue mich extrem, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt oder vielleicht zum ersten Mal hier seid. Wenn das so ist, dann lasst gerne mal ein Follow da. Ich würde mich extrem freuen. Und ja, wie man sehen kann, bin ich jetzt ein kleiner Dreadhead. Ich hatte zwischendrin noch Fake Dreads drinne, die halt eine ganze Ecke länger waren. Aber diese Dinge haben so gekratzt. Und das habe ich jetzt schon zweimal in meinem Leben gehabt. Ein drittes Mal wird das nicht passieren. Deswegen lasse ich mir jetzt eigene Dreads wachsen, was einfach irgendwie viel cooler ist. Ja. Egal, so viel dazu. Ich will an der ganzen Nummer hier ein bisschen was ändern und ich will die ganze Geschichte nutzen, um mit euch da draußen zu kommunizieren, weil ich einfach Bock drauf habe, weil ich will Social Media für mich positiv nutzen. Ich kann euch sagen, ich bin ein Mensch, der gerade viel Scheiße durch hat. Als kleines Beispiel oder einer der riesigen krassen Punkte. Ja, mein Dad ist gestorben. Also ich habe meinen Vater verloren, jetzt ist es Dezember, im Oktober, habe ihn auch gefunden, was halt kein schönes Bild ist und ich muss sagen, ich habe das auch heute noch mal im Kopf gehabt. Also das Bild kommt immer noch mal wieder. Ich will das Ganze jetzt aber nicht irgendwie hier einen auf melancholisch oder Depri oder sonst wie runterziehen machen, sondern ich versuche für mich positive Sachen daraus zu sehen. Er war erst 67, das war oder ist krass jung. Ich muss euch sagen, ich glaube seitdem mehr, aber jetzt nicht irgendwie christliches Mäßiges, da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, sondern halt Energien und so weiter, habe ich ja schon mal gesagt. Und ich habe so ein paar Erfahrungen gemacht, seitdem mein Dad tot ist. Und ich versuche diese Negativität in positive Sachen umzuwandeln. Und das ist was, wo ich mit euch Bock drauf habe, einfach so einen Weg zu starten. Dementsprechend machen wir einfach so ein bisschen einen auf Manus Tagebuch. Das ist jetzt so ein bisschen mein Plan. Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, dauernd irgendwelche Themen mir zu überlegen, zu recherchieren und so weiter, wie ich das ja zum Teil gemacht habe, sondern ich möchte ultra gerne mit euch meinen Weg bestreiten. Ich will einfach mal gucken, wo mich jetzt das Leben hinführt. Ich habe so viele Sachen, ich kann euch sagen, ich habe zum Beispiel zwei Menschen extrem krass gehasst in meinem Leben. Mir fällt es auch immer noch schwer, das abzulegen, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich extrem enttäuscht bin von den Menschen. Die sollen leben, alles cool, alles gut. Aber ich wüsste nicht, ob ich nicht trotzdem irgendwie aggressiv werden würde. Was heißt aggressiv? Wütend. Ich habe halt eine Wut in mir gehabt, sehr lange, über Jahre und auch, ja, man kennt es halt, wenn man verletzt wird, wenn man betrogen wird. Betrogen wurde ich jetzt in dem Sinne nicht, aber irgendwie schon. Ist ja auch egal, Beziehungsgeschichte. Muss man jetzt nicht weiter drauf rum arbeiten, weil es Schnee von gestern. Gott sei Dank. Also es hat mich echt lange mir echt hardcore meinen Kopf zerfleddert und das ist aber das, ich versuche die ganze Zeit, wisst ihr Leute, ich bin ein kreativer Typ, ich habe extrem Bock Dinge zu tun und ich fange immer wieder irgendwas an, aber ich habe nicht so irgendwie nicht so den Elan, dann Dinge durchzuziehen und ich bin halt dadurch, dass ich ein Kopfmensch bin, ist es super schnell, dass ich auch mal schnell abstürze, wenn irgendwie was ist. Also, aber der Punkt ist, ich habe immer mal wieder so Phasen wie jetzt und die will ich einfach positiv nutzen und ich will das nach außen tragen, weil ich glaube, es gibt super viele von euch, denen es genauso geht wie mir und ich glaube, dass wir zusammen viel stärker werden können und eine Gemeinschaft und gerade in diesen Zeiten der Spaltung und überhaupt diese Missgunst und Neid und so und ich will mich da definitiv nicht von schreiben, ich sag euch, ich bin krass neidisch in letzter Zeit, weil es mir scheiße geht und dann sehe ich andere Menschen, die erfolgreich sind und dann gönne ich das nicht, was halt eigentlich dumm ist und ich erwische mich selber dabei und auch wie ich neide und zum Beispiel ein Mädel, die auf Twitch streamt, die jetzt auch lustigerweise nach Madeira gezogen ist zu den ganzen und mit Taddle und mit den ganzen Leuten irgendwie in Kontakt tritt. Und das macht mich fucking neidisch, weil ich feiere diese Leute auf Madeira. Ich feiere das, was die da gerade aufbauen. Ich feiere das, was Unge macht und was die ganzen Leute machen. Ich finde das extrem cool.
Und ich würde es auch gerne. Und deswegen macht mich das irgendwie traurig und wütend. Und dann kommt halt Missgunst und Neid. Aber ich habe Folgendes gemacht. Ich habe gestern Abend, ohne dass sie überhaupt online war, ihr bei Twitch mein Prime-Abo gegeben. Weil ich sie damit finanziell unterstütze bei dem, was sie da gerade macht. Und das war für mich so ein neuer Point of View, zu sagen, hey, wisst ihr, ich habe sie beneidet und ich habe ihr Dinge nicht gegönnt, obwohl sie mich nicht mal kennt oder keine Ahnung, oder ich sie nicht mal kenne, weil ich mir denke, boah, warum kann die das und warum ist es bei der so toll und der ihr Leben scheint gerade so geil zu sein. Ich kenne nicht mal ihre Story, keine Ahnung. Aber ich gönne ihr das jetzt. Und das ist so viel positivere Energie in mir. Also ich habe gerade so ein positiv geiles Gefühl. Einfach, und auf dieser Welle will ich bleiben. Weil ich glaube, dass mit dieser Welle kann ich auch aktiv glücklich werden und glücklich leben. Weil, also natürlich gönne ich anderen. Ich habe auch bei Friendly Fire gespendet und Merch bestellt und keine Ahnung. By the way, ich will endlich meine Caps haben, bitte. ja, wird schon kommen. Aber im Endeffekt, Freunde, ich versuche gerade aus jeder Art von Situation was Positives rauszuziehen. Und es ist übel schwer, aber ja, wie hat mein Dad immer Wie hat mein Dad immer gesagt, das Rad muss sich weiterdrehen, das Leben geht weiter und immer nach vorne gucken, Leute. Und das ist was ich auf jeden Fall gerne nach außen tragen möchte. Und ihr seht, mir fällt das schwer und es ist nicht lange her und ich habe da ein Bild von ihm stehen, dass ich darüber gucken kann. Und ich habe auch zum Beispiel eine Grabrede gehalten über ihn, was ultra schwer war, aber im Nachhinein extrem cool. Und ich feiere das. Ich habe wieder Bock zu streamen. Ich will raus, ich will positiv sein. Ich will Dinge erleben, weil ich ja auch schon mal angeschnitten habe, glaube ich, bin ich der Meinung, dass ich ja auch super viel an Wohnung und mäßig gebunden war in einer Ex-Beziehung, weil ich halt einfach unglücklich war und weil ich einfach mein Hirn total zerstört habe selber. Alles so als Kopfmensch, alles hinterfrage. Und aktuell habe ich wieder eine Phase, dass ich merke, ich beschäftige meinen Kopf die ganze Zeit, um nicht denken zu müssen, glaube ich, weil ich mache jetzt noch eine Fortbildung und muss dafür lernen und Schule, keine Ahnung, ich krieg das hin, aber ich habe halt keinen Bock drauf. Ich war nie so der Mensch des Lernens oder irgendwie sowas. Und da prasseln gerade schon wieder so viele Sachen von außen auf mich ein, so viele Dinge, allein diese ganzen Sachen, die zu erledigen sind, zwecks Erbe und Annehmen, Abschlagen, keine Ahnung, ein Haus von meinem Dad, das Auto, was ich übernommen habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das ist. Und da er noch nicht damit gerechnet hatte zu sterben, sind natürlich auch einige Sachen noch nicht geregelt gewesen. Und er hat noch eine Firma, wo wir uns gerade kümmern, dass das alles dann irgendwann mal safe ist. Aber ich sage euch eins, allein an Gelder zu kommen, um Dinge zu managen, um Beerdigungen und so weiter und so fort, über Anträge und keine Ahnung, willkommen in Deutschland, Bürokratenstaat mäßig. Wir haben noch kein Geld. Wir haben es Dezember und mit Glück vielleicht Februar, März, keine Ahnung, um da ranzukommen. Und ich sage euch ganz ehrlich, bis jetzt hat uns das Ganze um die 10.000 Euro gekostet. Die Beerdigung und so weiter. Und das schüttel ich persönlich nicht einfach mal so aus dem Ärmel. Aber es ist gemanagt soweit. Nur das sind so Dinge, was ich euch auch an die Hand legen kann. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach schon mal so ein bisschen als Schlusswort. Was erwartet euch demnächst auf meinem Channel? Positive Energie, aber auch gerne mal vielleicht irgendwie nicht negativ, sondern Deep Thinking Stuff.
Also Dinge hinterfragen, über Dinge nachdenken, was ich eigentlich schon immer mache, mein ganzes Leben lang. Nennt mich Querdenker, heutzutage würde man so genannt werden. Ich bin aber, was mit Corona und der ganze, wollen wir gar nicht erst anfangen, da denke ich auch nicht negativ drüber. Ich finde es einfach traurig, dass das Volk gespalten wird und dass da irgendwelche Dinge, egal, Thema braucht man nicht totkauen, will keiner mehr hören. Ich arbeite auch in der Pflege, also von daher, Leute, mir braucht da auch keiner irgendwie was erzählen, zwecks wie, was, wo, ist auch scheißegal. Über das Thema, das ist schon totgekaut, da reden alle 100.000-fach drüber. Ich habe da einfach meine Meinung, andere haben andere Meinung. Ja, so what, fuck off. Egal. Aber das ist ja ein negativer Punkt in unser aller Leben. Und bei mir kommt halt zum Beispiel noch der Tod von meinem Dad dazu. Dann gibt es Phasen, wo du dich alleine fühlst, wo ich mich alleine fühle, wo man nach Nähe sucht, nach Unterhaltung. Ich stream zum Beispiel auf unterschiedlichen Plattformen. Und es ist extrem cool, mit Leuten zu quatschen. Und allein durch die Nummer habe ich so viele kennengelernt, denen auch sehr krasse Sachen widerfahren sind. Und ja, ich finde dieses Austauschen, das muss wieder mehr werden. Wir müssen wieder mehr zusammenarbeiten. Wir müssen back to nature. Das ist so ein Ding, keine Ahnung, ich bin gerade echt so übelst der Fan von in der Natur sein. Vielleicht habe ich nächstes Jahr tatsächlich die Möglichkeit, da schweben so ein paar Sachen in meinem Kopf, auswandern oder Tiny House mäßig irgendwo was, aber volles Brot in der Natur, weg von Menschen und so. Ich will einfach wieder ein bisschen mehr zum Mensch finden, wisst ihr, was ich meine? Und das sind so Sachen, da nehme ich euch gerne mit und würde mich auch extrem über eure Erfahrungen freuen oder über eure Anregungen, was ihr so vorhabt. Oder wie euer Leben gerade läuft oder vielleicht habt ihr auch Scheiße erlebt. Quatscht mit mir, ich würde mich extrem freuen. Auch gerne einfach privat anschreiben bei Insta oder sonst was. Ich heiße überall gleich, überall Manu Synergy. TikTok, Insta, Twitch, YouTube seid ihr gerade. Ja, wobei ich auf TikTok nicht so viel mache, aber hauptsächlich halt irgendwie so Twitch, YouTube-mäßig. Das soll jetzt wieder gut durchstarten. Da habe ich mega Bock drauf. Deswegen, Leute, freut euch auf zusätzlichen oder kommenden zukünftigen Content. Und ich würde mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Teilt das Ding, quatscht mit euren Freunden, sagt, ey, da ist so ein bekloppter Dude, der ist tätowiert im Gesicht. Apropos, ich habe hier ein Tattoo, das kennt ihr schon, aber ich habe hier noch ein neues, weil einfach just smiling, habe ich mir auch selber gestochen. By the way, ich habe euch extrem lieb, Freunde, fühlt euch geknuddelt. Ich würde mich super, super, super über Feedback freuen. Teilt mich bitte. Ich will einfach was erreichen. Ich will was bewirken. Ja, that's it. Das lassen wir einfach mal als Schlusswort. Und ich freue mich auf euch. Ich freue mich einfach auf euch. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Hab euch lieb. Ciao, ciao.